29 Meter, 14 cm. Wer tat, was besteht? Dies gilt insbesondere für eine hochentwickelte Baukunst. Die Pyramiden in Ägypten, das Kolosseum in Rom oder die mittelalterlichen Mauern rings um Schweizer Städte. Sich der Bedeutung der Bindemittel bewusst, gründet Friedrich Rudolf Zurlinden 1882 in Aarau seine erste Zementfabrik. Zusammen mit dem später errichteten Werk in Wildegg entstehen 1897 die Jura-Zementfabriken. Damit ist der Grundstein gelegt für eine erfolgreiche, mehr als 100-jährige Firmengeschichte. Die Jura Holding, eine Familienaktiengesellschaft mit Sitz in Aarau, ist heute Dachgesellschaft mehrerer Unternehmen in der Schweizer Baubranche. 1000 Angestellte erarbeiten einen Umsatz von 400 Millionen Franken in den drei Bereichen Zement, Sand, Kies, Beton und Bauhandel. Die beiden Zementwerke in Wildegg und Gornu zählen zu den bedeutendsten der Schweiz und bilden einen wichtigen Stützpunkt der Bauwirtschaft unseres Landes. Der Bereich Sand, Kies, Beton setzt sich zusammen aus Gesellschaften in der Sand-Kies-Gewinnung und Aufbereitung sowie der Betonproduktion in den Absatzmärkten der beiden Zementfabriken. Der Bereich Bauhandel umfasst Unternehmen, die schwergewichtig Baumaterial-, Sanitär- und Keramikplattengroßhandel betreiben. In ihrer Geschäftsstruktur ist die Gruppe Jura dezentral organisiert. Die regional stark verwurzelten Gesellschaften treten unter ihren Firmennamen auf und verfügen so über eine hohe Akzeptanz bei ihren Kunden und eine große Attraktivität als Arbeitgeber. Doch machen Sie sich selbst ein Bild. Erleben Sie den Arbeitsalltag der drei Gruppenbereiche. Eine Arbeit im Brennpunkt der Elemente. Thank you.
Wer tat, was besteht? Qualität und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und Mitmenschen weisen den Weg in die Zukunft. Durch eine konsequente Ausrichtung auf ihre Kunden präsentiert sich die Gruppe Jura mit einem Angebot hochstehender und dennoch preiswerter Produkte und Dienstleistungen. Die angeführten Qualitätssicherungssysteme und die ständigen internen und externen Materialanalysen werden höchsten Ansprüchen gerecht. Vorübergehende Eingriffe in die Natur sind unvermeidbar. Die Unternehmen der Gruppe Jura schenken deshalb dem Schutz und der Erhaltung unserer Umwelt seit jeher größte Aufmerksamkeit. Durch Rekultivierung und Umnutzung alter Steinbrüche entstehen Orte für Mensch und Natur. Auch im Bereich der Luftreinhaltung sowie der Energienutzung und Rückgewinnung wird die Umwelt nachhaltig geschont. Die im eigenen Flusskraftwerk produzierte Elektrizität wird in Wildeck und Aarau genutzt. Zementtransporte erfolgen wo immer möglich mit der Bahn. Hinter allen Produkten und Dienstleistungen stehen Menschen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe Jura. Eine permanente und gezielte Weiterbildung auf allen Stufen schafft hohe Kompetenz und Motivation. Unfallverhütung ist ein zentrales Anliegen der Gruppe. Auch das Sozialkonzept darf sich sehen lassen. Nebst einer eigenen Pensionskasse verfügt die Gruppe über das speziell entwickelte Sparkonzept Jura sowie eine Stiftung zugunsten der Angestellten und ihrer Kinder. So wie durch das Zusammenspiel der Elemente ein neues Gestein entsteht, ist auch die Gruppe Jura weit mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist eine äußerst leistungsfähige und flexible Unternehmung in der Schweizer Bauwirtschaft und ein verlässlicher Partner auf dem Weg ins dritte Jahrtausend.